Jo und herzlich willkommen hier bei Folge Nummer 6. Ich bin Andi und du bist wieder bei Herz und Hirn Productions dabei. Freut mich natürlich. Heute in der Folge Nummer 6 geht es nochmal um Techniktipps und Tipps zur Software. Ich werde nochmal alle Tipps strukturieren, die hier ja unsere YouTuber-Kollegen gegeben haben in der vorherigen Folge, in Folge Nummer 5. Werde da ein paar Tipps noch aufarbeiten und dann im zweiten Teil der Folge werden wir uns mal Grundrezepte für Videos bzw. ein Grundrezept für ein Video anschauen, denn man kann sich Tatsache an ein Grundrezept halten. Ja, nach meinem Intro geht's los. Viel Spaß bei Folge Nummer 6. So, und wie versprochen kommen wir jetzt auch zu dem Punkt Technik und Software. Ich habe mir hier ein zweistufiges System ausgedacht und wir beginnen damit einfach mal bei dem Thema Technik. Stufe 1 und Stufe 2. Stufe 1 beschreibt einfach, ja, wenn ihr gerade in der Phase steht, ihr habt gerade mit YouTube angefangen oder ihr wollt gerade mit eurem Kanal starten. Und die zweite Stufe, logisch, ihr seid schon eine Weile dabei und habt vor, euch einfach zu verbessern, um qualitativ professioneller zu wirken. Okay, zurück zu Stufe 1 und was beinhaltet die Stufe 1? Ihr solltet, wenn ihr gerade eben erst mit YouTube anfangt, auf die möglichst günstigsten Sachen zurückgreifen. Also nicht viel Geld investieren. Ihr wisst doch noch gar nicht, ob ihr jetzt 2, 3, 4 Monate dabei bleibt oder ja binnen des ersten Jahres aufhört. Denn ein Großteil der neu gestarteten Kanäle wird innerhalb eines Jahres gar nicht mehr bedient. Ja, hier könnt ihr natürlich auf schon bekannte Sachen zurückgreifen. Schaut einfach mal in euer Smartphone, ja, was die Kamera hergibt. Dort geht es doch los, dass heute alle Smartphones sehr, sehr hochauflösende Kameras haben. Also nutzt doch einfach die, um damit ja eure ersten Videos zu drehen. Es gibt Tatsache auch Kanäle, die sich wirklich nur darauf stützen, mit Smartphones Videos zu drehen. Also nimm dir ruhig dein Smartphone in die Hand und beginn damit. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch mal mit einer günstigen Digicam versuchen. Vielleicht habt ihr noch ein älteres Modell irgendwo in der Schublade rumliegen. Oder ihr rüstet ja Tablets oder sag ich mal Laptops mit einer Webcam auf, wenn die nicht schon eine haben, und fangt mit einer Webcam an zu produzieren. Ich sage mal so, eine Traumzusammenstellung für den Anfang gibt es einfach nicht. Hier zählt wirklich das Motto Learning by Doing. Der Sound am Anfang ist natürlich auch immer so ein Mysterium, sage ich mal. Aber so mysteriös ist das Ganze gar nicht. Ihr könnt natürlich interne Mics verwenden. In Handys sind Mikrofone eingebaut, in der Digicam sind Mikrofone eingebaut, im Laptop sind Mikrofone eingebaut. Ihr findet, wenn ihr mal anfangt zu suchen, wirklich überall interne Mikrofone. Ne? Natürlich auch im Handy und so weiter. Ja, im Inneren, also wenn man quasi im Haus aufnimmt, reichen auch interne Mikrofone. Ihr werdet aber schnell merken, solltet ihr draußen drehen wollen, dann reichen interne Mikrofone einfach nicht mehr und wir müssen uns weiterentwickeln. Aber dazu kommen wir gleich bei Stufe 2. Ja, das Licht ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema in euren Videos. Habt ihr keine externen Leuchtmittel wie Softboxen oder ähnliches, dann bitte so viel Tageslicht wie möglich verwenden, ja? Umso mehr Licht ihr habt, umso professioneller kann euer Bild ausgeleuchtet werden und ihr erreicht somit auch eine höhere Qualität. Solltet ihr stellenweise dann ja doch noch Schatten haben oder gegen Lichtquellen gegenarbeiten, dann habt ihr natürlich die Möglichkeiten, ja meinetwegen eure Schreibtischlampe zu nehmen und kleine dunkle Flecken ja stellenweise mit kleinen Lampen aufzuhellen. Das funktioniert Tatsache. Auch der Hintergrund eines jeden Videos ist sehr, sehr wichtig. Ihr solltet da versuchen, ja Sets zu improvisieren. Angenommen, ihr sprecht hier über Games, wäre es doch sehr nützlich im Hintergrund, ja verschiedene Poster über Games zu haben oder etliche Spielehöhlen, die man aufreiht oder was weiß ich. Hauptsache hier ein Set improvisieren, damit der Hintergrund auch zur aktuellen Folge passt. Irgendwann wird auch bei euch dann der Punkt kommen, dass ihr euch einfach verbessern wollt. Und da gehen wir jetzt einfach mal auf die rechte Seite hier und zwar zur Stufe 2. Wir sind jetzt schon eine Weile dabei und möchten uns einfach qualitativ verbessern. Dann könnt ihr zum Beispiel, ja, wenn ihr jetzt, sag ich mal, Vlogs dreht oder wenn ihr Let's Player seid, also für Vlogger ist ganz, ganz groß die Legrea Minicam im Kommen. Das ist so die Vloggercam schlechtweg hin. Ne, könnt ihr euch gerne mal bei Amazon oder bei Google mal drüber informieren. Ansonsten sind für fortgeschrittene YouTuber zum Beispiel DSLR-Cams, also sogenannte Spiegelreflexsysteme, sehr ratsam. Ja, dort gibt es von Canon, von Nikon oder von Panasonic natürlich schon Geräte, ja, im Bereich von 250 bis 500 Euro. Ich zum Beispiel, ich habe auch mit einer Digicam damals angefangen und bin dann rüber zur Canon gegangen. Ich habe mir das Einsteigermodell, die 700D, gekauft im Angebot. Einfach wirklich mal immer Preise vergleichen und dann findet ihr auch ja für eure etwas hochwertigere Kamera auch gute Preise. Wie eben gerade schon angesprochen, kann es natürlich bei Außenaufnahmen dazu kommen, dass ihr störende Soundquellen im Hintergrund habt.
Wenn ihr jetzt externe Mikrofone zum Einsatz bringen wollt, dann sind hier Richtmikrofone, denke ich mal, die erste und beste Wahl. Richtmikrofone, sogenannte Shotguns, gibt es bereits von 50, 60, 70 Euro gebraucht. Einfach auch da mal schauen. Vorhin hatten wir natürlich auch noch den Punkt mit dem Licht. Ne? Wenn wir jetzt professioneller werden wollen, dann wäre es doch schön, nicht mehr vom Tageslicht abhängig zu sein. Ich habe mir dafür zwei Softboxen zugelegt. Die sind ganz normal auf einem Stativ drauf. Ne? Und die werden aufgeklappt, es ist wie so ein Schirm. Und dann habt ihr vorne einen Stoff noch drüber hängen, der das Licht schön gleichmäßig und homogen verteilt. Und somit haben wir dann eine optimale Ausleuchtung. Ne? Also hier LED-Strahler und Softboxen sorgen für ein professionelleres Lichtbild. Vorhin hatten wir ja den improvisierten Hintergrund. Jetzt wäre es aber doch, ihr seid ja schon eine Weile dabei, doch recht ratsam, sich einen festen Hintergrund herzustellen oder vielleicht sogar einen Greenscreen zu verwenden. Ich habe mich damals für den Greenscreen entschieden, da ich für jedes Thema ja unabhängig Hintergründe einfügen kann. Ja, das zur Technik und jetzt kommen wir natürlich noch zur Software. Ja, und auch bei der Software habe ich das zweistufige System versucht anzuwenden. Wir befinden uns jetzt wieder in der ersten Stufe, also gerade noch frisch mit YouTube dabei oder wir wollen gerne damit anfangen. Natürlich wollen wir jetzt für Software auch so wenig Geld wie möglich am Anfang ausgeben. Also gehen wir jetzt hier erstmal in die Aufnahmeprogramme rein. Da bedanke ich mich bei Aftermath und bei AgroGamer für noch zusätzliche Tipps. Hier zum Beispiel AgroGamer hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass Shadowplay bei Nvidia-Karten sehr zu empfehlen sei, da es kostenlos ist und auch wirklich flüssig und optimal aufnehmen kann. Für alle Leute da draußen von euch, die einen Gaming-Kanal gründen wollen, zum Beispiel AgroGamer hat mich noch darauf hingewiesen, dass ein Tibo-Mikrofon momentan sehr, sehr gut ist und er nutzt das auch immer. Ja, Leute, also für jeden, der sich einen Gamer-Kanal hier aufbauen möchte, kann natürlich mal bei AgroGamer reinschauen, wie er das Ganze macht. Ja, und jetzt nochmal zurück zu den einzelnen Programmen. Shadowplay habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Ich persönlich nutze das auch. Fraps ist auch eine kostengünstige Alternative, stößt aber technisch ganz, ganz schnell an seine Grenzen. Kann man zum Anfang ausprobieren. Aber ich denke, wenn ihr euch länger mit Videos schneiden und aufnehmen befasst, dann werdet ihr merken, dass Fraps ganz, ganz schnell an seine Grenzen stößt. Zum Cutten am Anfang von Videos empfehle ich euch ja kostengünstige Programme wie zum Beispiel VideoPad oder Magic Video Deluxe. Das sind Programme so um die 60, 70 Euro. Sind schon im Ansatz etwas professioneller, ne, als der Movie Maker zum Beispiel. Aber klar, ihr könnt auch den Movie Maker am Anfang nutzen, denn der kostet gar kein Geld und ist bei jedem Windows-Programm mit dabei. Zum Bearbeiten von Bildern könnt ihr natürlich die kostenlose Freeware GIMP nutzen. Viele von euch kennen GIMP bereits. Und das ist so quasi das kostenlose Gegenstück zu Photoshop. Dazu gibt es natürlich auch etliche Tutorials und AgroGamer rät hier auch. Ja, zieht euch ruhig ein paar Tutorials rein. Somit könnt ihr dann auch mit dem Programm gut und selbstständig arbeiten. Ja, das zu den Grundprogrammen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Programme. Ja, solltet euch noch Programme einfallen unter den Zuschauern, die jetzt gerade zusehen, bitte unten ins Kommentarfeld eure Tipps noch hinterlassen. Dafür wäre ich euch sehr dankbar und wahrscheinlich auch die nächsten zukünftigen Zuschauer. Okay, rüber zur Stufe 2. Eben gerade habe ich ja schon mal Shadowplay erklärt. Ich finde Shadowplay wirklich sehr, sehr gut für den allgemeinen Einsatz und nutze das auch noch heute. Aber Aftermath zum Beispiel, der hat hier mir Merillis empfohlen. Er arbeitet selber mit diesem Programm und sagt, okay, es kostet zwar ein wenig Geld, aber dafür ist es auch sehr gut im hochauflösenden Bereich. Oder er empfiehlt auch OBS, kann ich euch auch empfehlen, als kostenlose Variante. Wollt ihr jetzt anfangen, professioneller zu cutten, müssen wir natürlich Geld investieren, ganz, ganz klar. Es gibt zwei Programme, die sich ja, bei meinen Recherchen immer wieder rauskristallisiert haben. Das ist einmal Adobe Premiere Pro und einmal Sony Vegas. Beide Programme im hochwertigen Segment. Ne, kostet natürlich dann auch entsprechend Geld. Adobe Premiere Pro gibt es, glaube ich, so für um die 700, glaube ich. Sony Vegas so um die 600 Euro. Ne? Aber das müsst ihr auch investieren, wenn ihr einfach professioneller werden wollt. Klar, und als professionelle, kostenpflichtige Variante hier in unserer zweiten Stufe Photoshop genannt. Ne? Photoshop kann einfach noch ein bisschen mehr als GIMP, ist aber natürlich auch kostenpflichtig und kostet gar nicht so wenig. Man kann aber auch mit dem entsprechenden Wissen und mit der entsprechenden Kreativität das gleiche mit GIMP erreichen wie mit Photoshop. Ja, und letztendlich, bitte bleibt immer bei der Software legal, denn legale Software arbeitet besser, ihr bekommt Support und ja, die Software stürzt nicht andauernd ab. Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, und zwar das Grundrezept für ein gutes Video. Wie versprochen, der zweite Teil, und zwar sind wir jetzt bei deinem Grundrezept für dein Video. Ich zeige dir jetzt ja so ein paar Schritte, die man ruhig beachten kann. Man muss es nicht. Ich betone es immer wieder, alle Informationen, die ich hier gebe, sind reine Vorlagen. Ihr könnt euch dran halten, ihr müsst euch nicht dran halten. So wie immer. Ja, okay, kommen wir zurück. Das Grundrezept. Ja, das Grundrezept habe ich jetzt hier in 5 Teilschritte oder in 5 Teilsequenzen versucht zu erklären oder zu strukturieren.
Ein Video beginnt immer mit einem Intro, ganz, ganz klar. Das Intro sollte aber nicht zu lang gehen, denn dann klicken die Leute weg, also maximal 20 bis 30 Sekunden. Und ihr solltet in diesem Intro die Keywords so oft nennen, wie ihr könnt. Was Keywords sind, bitte in der Staffel vorher gucken, ne? Habe ich ja ganz gut erklärt, wie wir Keywords finden und wie wir diese ja, festlegen. Ne? Ja, also das zum Intro. An zweiter Stelle kann ein sogenannter Bumper kommen. Bumper ist so ein Begriff aus der Werbewelt und bedeutet, dass hier nochmal kurz ein Einspieler kommt. Ja, hier könnt ihr eine Marke zeigen, den Kanalnamen präsentieren oder irgendwas anderes. Ne? Aber auch wieder kurz und knackig, 5 bis 10 Sekunden wären hier optimal. Dann kommen wir natürlich zu dem Inhalt. Ihr habt euer Video eingeleitet, ihr habt euren Kanal präsentiert, ne, durch einen Bumper. Und dann kommen wir jetzt zu dem Inhalt. Das Inhalt sind natürlich deine Themen, die du festgelegt hast. Da brauche ich jetzt nicht nochmal strukturiert reingehen. Ne? Klar, was dein Inhalt sein sollte. So, ja, das zum Inhalt. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Sehr, sehr wichtig, die Call to Action. Ohne Call to Action verliert das Video für euch als Produzent einfach an Wert. Die Call to Action bildet einen sogenannten Mehrwert für euch. Laut YouTube wird euer Kanal öfters abonniert, bis zu 6-mal öfters, wenn ihr die Leute darum bittet. Ja, bitte einfach deine Zuschauer darum, den Kanal zu abonnieren und dann wird das wahrscheinlich auch gemacht. Lässt du die Call to Action weg, kann man davon ausgehen, dass weniger Leute deinen Kanal klicken werden bzw. weniger Leute diese Call to Action verfolgen. Call to Action muss aber nicht immer ja, die Aufforderung zum Abonnieren sein. Nein, die Call to Action kann auch noch viel mehr. Ihr könnt auf ein ja, hinweisen, dass der Zuschauer auf einen Link klicken soll. Ihr könnt zum Beispiel aber auch auf eure eigene Internetseite hinweisen. Ihr könnt den Zuschauer bitten, einen Newsletter zu abonnieren. Ihr könnt den Zuschauer bitten, etwas zu kaufen und. Ja? Call to Action, also aufrufen, um etwas zu machen. Na klar, bei YouTube-Videos ist das Kommentieren und das Abonnieren oft eine ja, wünschenswerte Call to Action. Ihr müsst die Call to Action nicht ja, an den vorletzten Platz setzen. Ihr könnt die einbauen in eurem Video, wo ihr das machen wollt. Ich persönlich klatsche die meistens dann auch irgendwo dazwischen mit rein. Ne? Mittlerweile halte ich mich aber daran, dass ich quasi zum Schluss meine Call to Action bringe. Ja, und dann könnt ihr natürlich noch ein Outro entwickeln. Outros müssen nicht unbedingt für YouTube sein, könnt ihr aber gerne machen, formeshalber. In Outros können zum Beispiel Rückblicke mit rein, ihr könnt Namen von beteiligten Personen mit einsetzen, Leute, die die Musik für euch gemacht haben, ihr könnt irgendwelche Links erklären, whatever. Da habt ihr auch nochmal Möglichkeiten, einfach nochmal zusätzliche Informationen mit unterzubringen. Ja, diese 5 Punkte, denke ich, sind eigentlich eine gute Anleitung. Wenn man sich an diese 5 Teilschritte hält, bekommt man wirklich einen roten Faden für sein Video und gestaltet dann natürlich auch sein Video sehr interessant für den Zuschauer. Jo, und da sind wir jetzt auch wieder am Ende der Folge Nummer 6 angelangt. Freut mich natürlich, dass du dabei geblieben bist. Ja, jetzt kommt natürlich die Call to Action, hatten wir eben gerade. Call to Action heute mal anders, also Leute, schickt mir 1 Million Euro. Und ansonsten, na klar, die Call to Action wirklich in jedem Video verwenden, denn sonst ist Tatsache ein Video irgendwo wertlos. Vermittelt natürlich Inhalt, klar, also ist das Video immer, hat immer einen gewissen Mehrwert. Aber für euch, damit das Video für euch einen Mehrwert bildet, solltet ihr wirklich die Call to Action drin haben und ab und zu mal auf euer Abo hinweisen, ne? Alles klar. Ja, dann sehen wir uns in Folge 7 wieder. Ja, da geht es dann einfach um ja, die Programmierung eures Videos während des Uploads, damit YouTube euch besser in den Suchlisten platzieren kann. Und im zweiten Teil des nächsten Videos ja, werden wir dann sehen, wie wir eigentlich Promotion angehen. Denn wir wollen ja euer Video auch erfolgreich an den Mann bringen. Alles klar, ich freue mich mit euch zusammen auf die Folge Nummer 7. Verabschiede mich natürlich wie immer. Wir sehen uns.